Küchenarbeitsplatten sind besonderen Belastungen durch Öle und Fette ausgesetzt. Eine Schutzbehandlung mit Litofin MN Fleckstopp, alternativ Litofin Nanotop, ist daher unumgänglich, um Flecken zu verhindern. Diese Behandlung sollte werkseitig vom Natursteinprofi durchgeführt werden. Die Platte muss sauber, völlig ausgetrocknet und fleckfrei sein, bevor imprägniert werden kann. Die Temperatur der Oberfläche sollte zwischen 10 und 25 Grad Celsius liegen. Füllen Sie das Produkt in einen Eimer oder eine Wanne um. Nicht direkt aus dem Gebinde auf die Oberfläche schütten. Mit einem breiten Pinsel ein- bis zweimal gleichmäßig und dünn auftragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Benetzung der Oberfläche und der Flanken. Lassen Sie die Imprägnierung 15 Minuten einziehen. Bei vorzeitigem Antrocknen geben Sie einfach etwas mehr Produkt zu. Anschließend entfernen Sie alle Produktüberschüsse sorgfältig mit einem saugfähigen Tuch. Behandeln Sie auch die Aussparungen der Arbeitsplatte. Vergessen Sie dabei nicht die Bereiche, auch auf der Rückseite, die mit Spülmaschinendämpfen oder tropfendem Öl oder Fett in Kontakt geraten können. Lassen Sie die Fläche trocknen und schützen Sie sie 24 Stunden vor Feuchtigkeit. Benutzen Sie in dieser Zeit keine Vakuumsauger, um die Platte zu bewegen. Die mit Litofin MN Fleckstopp oder Litofin Nanotop behandelten Flächen sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Dies bestätigen unabhängige Untersuchungen der LGA in Nürnberg.